Mein Weg zur heiligen Botschaft und zum Herrn, bis er die Erde verließ. Es war im Jahre 1931 in Innsbruck. Eines Abends ging ich mit meinen Kollegen, wenn man ihn so nennen konnte, da ich keinen Freund hatte, spazieren in die Stadt. Ein Trubel war auf den Straßen. So kamen wir in den Hofgarten, wo zufällig sehr schönes Gartenkonzert war. Gegenüber dem Konzertpavillon standen viele Bänke, die zwar alle besetzt waren, aber wie es schon sein soll, standen vor uns zwei Personen auf, worauf wir uns freuten, einen Platz zu bekommen. Die Musik spielte so schöne Sachen, wie zum Beispiel das Adagio von Max Bruck, den Traum des Reservisten und vieles mehr. Neben uns saßen zwei ältere Damen, mit denen wir ins Gespräch kamen. Das sagte die ältere Dame, die sehr vornehm wirkte. Schauen Sie sich diese Frauenwelt an, mit ihren kurzen Röcken. Diese Mädchen sollen mal die Frauen und Mütter der Zukunft werden, die die Aufgabe hätten, das Volk zu führen und zu schützen. Man merkt ihre Ausgelassenheit und sie haben kein Schamgefühl. Wenn die Menschen nur wüssten, was auf sie wartet im Schicksal, so wie der Herr, der Menschensohn, uns sagte. Dieses Wort Menschensohn fesselte mich dermaßen, dass ich ganz beeindruckt war und mir keine Ruhe mehr ließ. So frug ich nach, was sagen Sie da vom Menschensohn? Wer ist der Menschensohn? Da sagte sie ganz einfach, wollen Sie mehr davon wissen, so kommen Sie und besuchen mich. Ich wohne Claudia Straße Nummer 5, Batterie links. Madame Beiger, ich erzähle und gebe Ihnen gern vom Menschensohn. Ja, ich komme, gab ich zur Antwort. Die Dame sagte ganz leise etwas zur anderen, was ich nicht verstehen konnte. Nach kurzer Zeit gingen die beiden und es gab eine freundliche Verabschiedung. Für mich war es nicht immer leicht, da ich beruflich nicht weg konnte, weil ich oft auf Montage war. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Oft kam ich sehr spät abends heim. Es war 1931, 32, eine sehr schlechte Zeit. Es gab wenig Arbeit. So musste man schon schauen, die Arbeitsstätte zu erhalten, obwohl sie oft gar nicht gut war. Die beiden alten Damen wirkten auffallend freundlich und so ganz anders fiel mir auf. So entschloss ich mich auch hinzugehen. Am meisten aber klang in mir das Wort Menschensohn. Mein Kollege war gar nicht so begeistert. Er fand nichts dabei. Aber er versprach auch mitzugehen. So kam der Sonntag, auf den wir schon gewartet haben. Wir zogen uns beide schön sonntäglich an und gingen zu Madame Beiger hin. Es war abends 19:30 Uhr, wo wir pünktlich zur Stelle waren, so wie wir es versprochen haben. Als wir dort ankamen und eine der älteren Damen uns öffnete, fiel mir auf,
mit welcher Freundlichkeit und Wärme sie uns empfing. In der Wohnung verspürte ich einen wohltuenden Druck, so anders, so feierlich, als erlebe ich was ganz Besonderes. Wir wurden in ein großes Zimmer geführt, aber wie ich unter der Tür stand, fiel mein Blick auf ein großes Bild, circa 60 cm hoch. Ich blieb gegen meinen Willen wie angewurzelt stehen, schaute und schaute nur auf dieses herrliche Bild, sagte langsam: Dieser Herr auf dem Bild hat ja ein gleichschenkliches, leuchtendes Kreuz auf der Stirn. Mir wurde ganz anders momentan. So sehr war ich beeindruckt. Da schaute mich die alte Dame groß auffallend an und sagte: Was? Das sehen Sie? Dann sind Sie ein Berufener. Ich schaute so vor mich hin. Sie sagte: Bitte nehmen Sie Platz. Ich empfand in diesem Augenblick, was ich nicht sagen konnte. Wir setzten uns zu einem großen Tisch, der in der Mitte stand, worauf ein Blumenstrauß und ein Siebenleuchter brennender Kerzen und ein dickes Buch drauf lag. Mir entging nichts, was sie sagte. Dann sind Sie ein Berufener, was mir eigentlich gar nichts sagte. Aber doch beschäftigt es mich manchmal. Das wunderbare Bild und, was der Herr auf der Stirne trug, das leuchtende Kreuz, ließ mich nicht mehr los. So kam dazu, dass ich so Platz nahm und ihm gegenüber saß. Die Dame setzte sich an den Tisch. Ein leises Harmoniumspiel begann. Ganz feierlich. Die älteste Dame sagte: Wir freuen uns sehr, dass Sie Worte gehalten haben. Es ist sowieso schon selten. Ich werde einen Vortrag lesen, den der Menschensohn persönlich geschrieben hat. Das Schicksal. Was darin steht, wird Sie sehr erfreuen. Sie begann langsam zu lesen, so dass man jedes Wort verstehen konnte. Ich freute mich so tief, als wenn ich schon davon wüsste. Mir war gar nichts fremd. Es war einfach herrlich. Als der Vortrag zu Ende war, sprach die Dame ein kurzes Gebet, wonach wieder leise, sehr schöne Musik erklang. Ich war beim Vortrag so vertieft, dass ich gar nicht merkte, dass mir die Tränen nur so herunterkullerten. Lange, sehr lange kam mir der Vortrag vor. Ganz beglückend, ja selig war ich, so wunderbare Worte hören zu dürfen. Jubeln hätte ich können vor Freude und Dank. Madame war etwas veranlagt zu sehen. So schaute sie mich sehr ernst an. Ihre Augen glänzten aber. Nach kurzer Zeit lächelte sie. Mir war ja nicht zum Lachen. Aber so frug sie mich: Hat es Ihnen gefallen? Freude gemacht? Und ob gar nicht zur Antwort. So kamen wir ins Gespräch. Als erstes wollte ich wissen über den Menschensohn, wobei sie auf das Bild zeigte, da mir gleich klar war, dies kann nur der Menschensohn sein. Ja, schon wie es hieß im Vortrag: Menschheit, erwache, mühe dich, ich gebe euch alles, damit ihr euch entwickeln könnt. Weiterhin frug ich: Bitte, darf ich wissen,
Ist der Menschensohn auf Erden? War oder ist er noch unter uns? Mir war völlig klar, dass sowas kein Mensch geschrieben haben konnte. So beeindruckte es mich. Madame Beige erzählte mir alles, da es mich gewaltig drängte, frug ich, was das für ein Buch sei. Schön lag es auf dem Tisch mit goldenem Rand und schwarzem Einband. Da gab sie mir ruhig zur Antwort: Dies ist das heilige Wort, die Gralsbotschaft. Freude kam es aus mir wunderbar. Darf man es erwerben? Darf man es kaufen? Wie und wo? Kosten und alles gebe ich dafür, was ich kann, bitte. Mir war und wurde immer klarer. Ja, mich drängt es. Dies ist die Wahrheit, was ich schon lange suchte. Überglücklich war ich. So bat ich, wenn ich wiederkommen darf. Das sagte sie Freitag um 19:30 Uhr. Dann werden Sie mehr erfahren. Ja, gerne, sehr gerne, bitte. Bei der Verabschiedung dankte ich noch herzlich für das Schöne, ja so Schöne, was ich erleben durfte. Vollgepumpt war ich von Freude und Dank. Mein Kollege war eine Null. Er interessierte sich gar nicht. Ja, er sagte, da wäre ich beinahe eingeschlafen. Du bist voll begeistert. Von dieser Seite kenne ich dich ja noch gar nicht. Da gehe ich nicht mehr hin. Noch dazu bei so alten Weibern. Vornehm wirken sie, das stimmt. Aber für mich ist das nichts. Ich sprach weiter nichts, als jeder müsse es selber wissen. Für mich war es wunderbar. Ich bin sehr dankbar. Wochentags beschäftigte ich mich bei jeder Gelegenheit mit diesem Eindruck, den ich gewonnen habe, was alles schön in diesem Vortrag der Schicksal stand. Alles ließ ich oftmals lebendig in mir erstehen. Der Vortrag erweckte mir so viel, dann, was ich erfahren durfte von Madame, da muss ich nochmals nachfragen, ob ich wirklich alles verstanden habe. Der Menschensohn ist unter uns. Das muss ich erfahren. Zu dem will ich hin, will ihm danken aus ganzem Herzen. Kaum zu erwarten war es, bis der Freitag kam. Am liebsten wäre ich jeden Tag zu Madame hin. So sehr drängt es mich zum Menschensohn, von ihm zu wissen und zu hören. Endlich kam der so ersehnte Freitag, zog mich sonntäglich dunkel an, auf das Sauerste, und ab ging es, so dass ich um 19:30 Uhr zur Stelle war. Wie immer wurde ich sehr freundlich empfangen. Die Madame sagte zwar gleich, ich habe es gleich gewusst, dass Sie das nächste Mal alleine kommen. Als ich ins Wohnzimmer kam, saßen bereits 5 Frauen und 2 Männer da. Mir fiel auf, dass alles ganz ruhig war. Kein Geschwätz, mit einem Kopfnicken begrüßte ich sie, was erwidert wurde. Mir wurde ein Platz zugewiesen, worauf Madame sich auch setzte vor dem aufgeschlagenen Buch. Wie das letzte Mal begann ein leises Harmonienspiel, dann begann Madame wieder sehr langsam zu lesen. Es war wieder ein sehr schöner Vortrag aus der Gralsbotschaft. Nach dem Vortrag wieder ein kurzes Gebet und ein Harmonienspiel. Nun so war die Andacht wieder vorbei.
Wir standen alle auf. Sie wurden mir alle vorgestellt. Es dauerte nicht lange, verließen die anderen den Raum. Kurze Verabschiedung und ich war mit Madame alleine. Es gab so viel zu besprechen, wie zum Beispiel, wo der Herr wohne, was mich sehr interessierte. Ja, alles wollte ich wissen. Und sie erzählte mir viel, worüber ich sehr froh war. Da erzählte mir die Madame was ganz Besonderes, was sie alles schon vorbereitet hatte. Ihre Augen leuchteten. Sie schaute mich ganz fest an. Morgen, meinte sie, kommt ein sehr staatlicher Herr, der sie sprechen will. Er heißt Oberstleutnant Manz, der einige Fragen an sie stellen will. Ja, gerne, gab ich zur Antwort. Ich bin zwar etwas erschrocken, dachte mir es aber gleich, dass es mit der Gralsbotschaft zusammenhängt. Scheu kannte ich nicht, aber wie sie mir sagte, dieser Herr käme vom Menschensohn von Vomberberg, da wurde mir ganz heiß und Freude stieg in mir auf, dass ich jauchzen hätte können. Sie sagte mir, morgen gegen 4 Uhr, 16 Uhr, müsste ich eben da sein. Hoffentlich können Sie sich's einrichten. Und wie ich mir's einrichten werde, auch frug ich gleich um weiteres, wo der Vomberberg sei. Ein Berg? Ja, da möchte ich gerne hin. Ja, Sie werden das alles erfahren. Beim Gehen sagte sie noch, Herr Wagner, Sie werden große Freude haben morgen. Nächsten Tag war ich schon sehr unruhig. Freigemacht habe ich mich schon ab Mittag, sodass ich ja zur Zeit komme. Oft war mir, als bekäme ich was ganz Großes gesagt. Um 16 Uhr war Wagner zur Stelle. Es dauerte nur einige Minuten, kam der hohe Besuch. Madame hat mich ins Wohnzimmer gesetzt. Ich schaute inzwischen auf das herrliche, strahlende Bild vom Menschensohn und vergaß dabei ganz, dass doch der hohe Besuch komme. Plötzlich ging die Tür auf. Der Oberstleutnant kam herein. Ich war erschrocken, aber fing mich gleich. Wir begrüßten uns, da der Herr sehr freundlich und ruhig war. Ah, sind Sie der fesche junge Mann? Kennen Sie Schwarz? Ich verneinte. Ja, da müssen Sie auf den Berg hinauf, wenn Sie zum Menschensohn wollen. Es führt ein schmaler Weg hin. Sie können am Sonntag zu ihm kommen, Vormittag so um 10 Uhr. Ganz rot muss ich ausgesehen haben, so sehr stieg's mir in den Kopf. Die große Freude, ja der größte Wunsch darf in Erfüllung gehen. Ich konnte es kaum glauben. Dieser Herr schaute mich auch so an. Da freuen Sie sich, gell? Mir kamen dabei die Tränen und sagte, ich darf zum Menschensohn auf dem Vomberberg. Diese Freude. So wurde ich auf den Sonntag bestellt. Meine Augen leuchteten vor Dank. Der Herr Oberst war ein sehr ruhiger, großer Mann. Man sah die Vornehmheit, die von ihm ausging. Er wirkte so wohltuend. Um 5 Uhr musste dieser Herr wieder zurückfahren. So knapp war die Zeit. Aber ich habe noch was für Sie. Da öffnete er seine Aktentasche und übergab mir das heilige Buch, die Gralsbotschaft. Dankend schaute ich auf das Buch, nahm es an mich und drückte es
ganz unwillkürlich an die Brust. Dieser Herr lachte. Ich freute mich so sehr. Auch bezahle es gleich. Das hat Zeit, meint er. Aber bitte darf ich es gleich bezahlen. Für mich war das alles so viel, dass ich wie geredet war, vor lauter Erlebnis. Also, Herr Wagner, am Sonntag erwartet Sie der Herr. Dankend schaute ich ihn an. Der Schweiß rann mir herunter. Ich wünsche Ihnen alles schön und viel Erleben. Und wenn Sie Sonntag kommen, suchen Sie das Haus 5. Dort finden Sie mich. Ich bringe Sie zum Herrn, zum Menschensohn. So verabschiedete er sich freundlich und ging, da sein Zug um 5:30 fuhr. Ich war sehr erfreut, den Wohnsitz des Herrn erfahren zu haben. Madame stand nebenbei, hörte, wie wir alle sprachen und sagte dann: Sie haben allen Grund, sich zu freuen, diese hohe Gnade empfangen zu dürfen. Dieser Herr sagte, als er Madame begrüßte, dass der Herr sich schon freue, Wagner begrüßen zu können. Erzählte sie mir und er lässt mich grüßen. Ich konnte kein Wort mehr sagen. Wie feierlich er das sagte: Melden Sie sich bei mir Haus 5, ich bringe Sie zum Herrn, zum Menschensohn. Anschließend erklärte mir Madame den Weg genau und ob ich Blumen mitnehmen darf, frug ich. Da lachte sie nur ein wenig, etwas zaghaft war ich doch, ob ich mir wohl zum Herrn getrauen darf. Aber doch, wieder sagte sie mir, ich darf kommen, also geh, geh mit großer Freude. Denn wenn ich einmal beim Menschensohn war, darf ich den ganzen Weg erfahren. Denn ein Mensch zu gehen hat, um aufwärts zu kommen. So kam ich ganz allein zum Licht, zum Herrn, und war tausendmal dankbar, den Weg gefunden zu haben. Den Weg, den ich schon lange seit dem 12. Lebensjahr suchte, der mir viel Mühe kostete. Nun ging ich mit der heiligen Botschaft heim in mein Zimmer, zog mich um, schlüpfte in die Hausschuhe und setzte mich zu Tisch, da es inzwischen nach 6 Uhr abends wurde. Mein Kollege, mit dem ich das Zimmer teilte, war an diesem Tag gar nicht da. So konnte ich ganz allein und ungestört in der heiligen Botschaft lesen. Ich las und las, war sehr geöffnet. Mir war alles klar. Mir hat alles so eingeleuchtet. Einfach herrlich. Die Zeit muss gerade so dahin geflogen sein. Plötzlich geschah etwas ganz Außergewöhnliches. Mir kam vor, als sehe ich alles ganz trübe, wie ein Schleier, wie eine graue Wolke von dichtem Nebel eingehüllt. Aber nach kurzer Zeit wurde die trübe Wolke heller, leichter und lichter. Ja, ich kam mir vor, als erlebe ich was Wohltuendes. Schweiß hatte ich an der Stirne. Da erkannte ich plötzlich Bauten von wunderbarer Art. Mehrere Kuppeln, in der Mitte die höchste, aus grünem Gold leuchtend, strahlend. Und auf dieser Kuppel oben an der Spitze wehte eine grasgrüne Fahne. Oben rechts im Viereck das golden gleichschenklige Kreuz. Auf den anderen Kuppeln jedes Mal ein Quadrat, auf einer anderen ein Halbmond
und wieder eine Kugel und die letzte ein Dreieck. Lange schaute ich mir dieses Bild genau an, als ob ich mir es einprägen soll. Alles war so wohltuend, so fein. Wunderbar flatterte und wehte die grüne Fahne, alles zum Greifen nahe. Die Form der Kuppel, besonders die in der Mitte, war von so einer edlen Form, so wie das Kreuz. Die anderen Kuppeln waren rund, aber auch sehr schön. Auf einmal wurde das Bild schwächer und schwächer. Dann war es weg. Lange schaute ich so vor mir hin. Fest eingeprägt stand das schöne Bild vor mir. Es war genau 1 Uhr nachts. Ich frug mich, was das wohl gewesen sein mag, was das sein könnte. So muss ich ins Bett gefallen sein. So eine große Übermüdigkeit kam über mich. Um 6 Uhr früh erwachte ich, erstaunt, noch angezogen. Aber ich hatte wenig Zeit, weil ich ein ganz schönes Stück zur Arbeitsstelle hatte. Aber einige Minuten dauerte es, da ich mir das Bild schnell skizzierte, um festzuhalten. Bei Tag ging das oft in meinem Kopf herum. Ganz klar stand es vor mir. Ein Glücksgefühl kam über mich. Froh war ich, dass es abends wurde. So kam ich wieder heim in mein Zimmer und der Alltag war vorbei. Da wurde mir erst so richtig klar, dass mir da ein Bild gezeigt wurde aus Licht und Höhe, wo wir hinkommen möchten und sollen. So viel habe ich schon aus der Heiligen Botschaft entnommen. Oft kam es vor, als sprudelte es aus einem frischen Quell, so beglückend war es. Immer klarer wurde mir, welch große Gnade ich bekam, die nur vom Menschen ausgehen konnte. Morgen kommt der Tag, wo ich zum Herrn durfte, der auf dem Vomberberg wohnt. Da passierte mir was Unangenehmes. Die Madame erzählte mir alles, dass der Herr auf einem Berg wohne. Nun ja, sagte ich mir, da muss ich mich zum Berg gehen anziehen, mit festen Schuhen und so weiter. Deswegen erwiderte sie nichts, als ich von Blumen sie fragte. Da für mich alles ganz neu war, fuhr ich in der Früh um 6 Uhr mit dem Zug aus Innsbruck nach Schwaz. In Schwaz angekommen, schaute ich mir mal die Gegend genau an. Also da oben müsste es über den Wäldern sein. Dort oben wohnt der Menschensohn. Ich frug eine ältere Frau, bitte können Sie mir den Weg sagen, wie ich zum Vomberberg komme? Ja, das kann ich Ihnen. Gehen Sie über die Eisenbahn, beim kleinen Häuschen führt der schmale Weg hinauf auf den Vomberberg. Es ist ein Jägersteig und es geht ziemlich steil. Nun so ging ich dankend, gab der Frau die Hand und zog los. Ich weiß noch, die Frau schaute mir so nach. Frohgemut marschierte ich den schmalen Pfad aufwärts. Von Weitem nahe am Wald stand ein gemauertes kleines Häuschen mit 2 Fenstern und eine Tür. Die Tür stand offen und ein Mann stand im Türrahmen. Beide Arme so in die Hüften gestützt. So sah es aus von Weitem. Ich kam näher und näher. Sonderbar war es eigentlich schon, dachte ich hin und her. Aber nur Mut, ich kann nichts verlieren.
Vielleicht muss ich mich bei diesem Herrn ummelden. Es war ein langer, dürrer Bauer, der mich nur so anschaute, mit großen, großen Augen. Es war ein Landarbeiter, der in der Tür stand und schaute sich die Gegend an. Nun ging ich fröhlich vorbei weiter, hinein in den Wald auf dem Berg. Der Weg wurde immer schmaler, kaum ausgetreten, eben ein Jägersteig. Ich ließ meine Gedanken so spielen und vor lauter an dem Fummelberg denken, verpasste ich den Weg. Kam ganz schön rechts ab davon. Nun was tun? Ja, da muss ich ihn auf alle Vieren zum Teil heraufklettern. Hinauf komme ich, mag es kosten, was es will. Um 8 Uhr früh war ich endlich oben am Waldrand, wo wirklich nur 2 Häuser standen. Lange schaute ich mir alles an. Welches wird das vom Menschensohn wohl sein? Nun ja, ich hatte viel, viel Zeit, mich sauber zu machen, zumal die Leichenbergschuhe ganz schmutzig waren. Lange habe ich geputzt, sogar ausgezogen habe ich sie. Viel Gras und 2 Taschentücher nahm ich her, aber ein Taschentuch hob ich mir noch auf, was sauber frisch war. Aber ich kam sauber an. Um 10 Uhr war ich bestellt, da war noch viel Zeit. Auch kam mir die Madame in den Sinn. Sie hat mir viel zu wenig erklärt. Aber ich machte mir auch Vorwurf, weil ich zu wenig nachfrug. Ja, ja, so lernt man eben. Nur durch Erleben kommt man vorwärts. Das war mir völlig klar. Ständig stieg Freude in mir auf. Ich darf zum Menschensohn. Bald darf ich ihn sehen, darf ihn begrüßen, darf ihm aus ganzem Herzen danken. Oh, wie herrlich! In mir stieg Mut, aber doch wieder bekam ich wieder ein Gefühl. Hoffentlich sage ich nichts Unrechtes, was ich nicht möchte. Oft schaute ich auf die Uhr, dass ich ja zur Zeit, so eine Viertelstunde vorher, beim Oberst ankomme. Nun sauber war ich. Es ist 20 vor. So ging ich auf das erste Haus los. Und richtiges war das Haus Nummer 5. Ein Holzhaus, sauber, ein ganz prima Abstreifer lag auch noch vor der Tür, so dass ich mir die Schuhe nochmals gut abstreifen konnte. Mein Herz schlug gewaltig. Ich kam mir so klein vor, dass ich mich am liebsten verkrochen hätte. Vor der Tür schloss ich nochmals die Augen und bat, dass ich die Kraft ertragen darf, die ich jetzt schon so sehr verspürte. Aber da sagte mir eine Stimme, habe Vertrauen, freue dich. Nun klopfte ich an die Tür. Eine sehr stattliche, große, dunkelhaarige, freundliche Frau öffnete. Ich sagte, guten Tag. Ah, guten Tag. Sind Sie Herr Wagner aus Innsbruck? Bitte kommen Sie herein. Nehmen Sie Platz. Mein Mann kommt gleich. Es dauerte keine Minute. So kam er Oberst schon rein. Guten Morgen, Herr Wagner, sagte er. Ich habe Sie schon vom Keller aus gesehen. Wollen wir gleich gehen? Pünktlich sind Sie, das muss man sagen. Ich sagte gar nichts. Auf der Uhr, die im Zimmer stand, war es 3:50 Uhr. So verließen wir das Haus und gingen zum anderen hinüber. Also, das ist das Haus vom Herrn. Das Holzhaus war mit einem Zaun umgeben. Am Gitter stand ein Schild, 8
und bissige Hunde. Als wir drinnen waren, kamen auch schon die zwei Schäfer um die Ecke auf uns zu. Ich sagte nur, zwei schöne Hunde, die uns ganz ruhig zum Haus gehen ließen. Mir kamen sie ganz friedliche Tiere vor, schon weil ich die Tiere immer liebte. Zum Haus führten drei Stufen rauf, zu einem kleinen Vorraum, wo Oberst sagte, jetzt wünsche ich Ihnen alles, alles Gute und zeigte, so also gehen Sie rein. Und weg war er. Der Vorraum war klein, eine Glastür öffnete ich. Dann kam ein größerer Vorraum, wo die Holztreppe links raufführte. Wie ich so zur Treppe kam, sah ich von oben den Herrn, der mit den Worten sagte, kommen Sie nur rauf, Herr Wagner, ich erwarte Sie schon. Nun so ging ich froh hinauf über die Treppe, die etwas gebogen war, wo mich der Herr sehr freundlich begrüßte. Ich verbeugte mich tief und konnte kaum atmen. Zwei Frauen gingen gerade über den oberen Flur. Bitte kommen Sie rein ins Wohnzimmer. Und so durfte ich mich auf einen Stuhl setzen. Der Herr setzte sich gegenüber mir und es wurde viel gesprochen. Die große Freundlichkeit, die so wohltuend war, ein Druck verspürte ich, ja eine Kraftwelle, die mir großen Mut gab. Ganz leicht wurde mir, Freude kam über mir. Der Herr schaute mich an und lächelte und sagte, nun sind Sie wieder bei mir, Herr Wagner. Mir kam es vor, als kannte ich den Herrn schon immer. Und der Herr lächelte. Mir tat es wohl, ich fühlte mich so geborgen. Die ganze Last fiel von mir, frei kam ich mir vor. Mir kamen dabei die Tränen vor großem Dank. Ich glaube, dass ich in diesem Moment kein Wort sagen habe können. Am liebsten hätte ich mich auf die Knie geworfen. Aber der Herr war so gütig, er half mir, dass ich es überstehen konnte. So sehr überkam es mich. Sind wir wieder beisammen? Ich freue mich auch, dass Sie den Weg wieder hergefunden haben. So geht es aufwärts. Der Herr frug mich über vieles, über meinen Beruf, der ihm sehr gut gefiel. Ein ganz praktischer und vielseitiger. Und wie ich zur Botschaft fand, haben Sie auch vieles erleben dürfen. Ja, gab ich zur Antwort. Darf ich bitte erzählen? So schilderte ich, ab dem 12. Jahr fing ich an, bewusst zu suchen. Als Knabe mit 6, 7 Jahren wurde mir oft zur bestimmten Stunde ein Licht gezeigt in Richtung Osten. Oft erzählte ich es meinem Vater, der nie was Besonderes merkte. Ja, meinte er, vielleicht siehst du eine große Lampe von der großen Firma, die weit weg ein großes Freilicht hat zur Arbeit. Oft ging ich allein auf diesen Platz raus, aus der kleinen Stadt Ried, um das Licht zu sehen, was mir jedes Mal große Freude macht. Auch in der Schule gab es Schwierigkeiten im katholischen Religionsunterricht, da ich immer es anders sah und mich zur Gänze abstößte. So wuchs ich heran als Tischler und Musiker. Mit 17 Jahren ging ich in die Welt hinaus, um mich ganz, ganz allein durchzubringen. Ich will mir ganz allein den Weg suchen. Mich trieb es in die Berge, fand auch Arbeit.
abends, wo ich allein war, war meine Sehnsucht sehr groß nach oben, wo ich mich oft auf einen Rücken, auf den Rücken auf eine Bank legte im Sommer bei schönem Wetter und alles vorüberziehen ließ. Ich verspürte, es kommt mir mal bestimmte Hilfe von oben. Das große Vertrauen hatte ich. Der Herr hörte das alles ganz aufmerksam zu. Der Herr sagte, das große Vertrauen gab ihnen alles und lächelte. So schüttete ich alles vom Herrn aus. Auch erzählte ich von dem schönen Bild, was ich hatte, als ich zum ersten Mal die Botschaft glückselig allein hatte und mir um eine Nacht eine Burg mit grüner Fahne gezeigt wurde. Da lachte der Herr und sagte, da ist Ihnen ja ein schönes Bild von hoher geistiger Ebene gezeigt worden. Herr Wagner, schauen Sie zum Fenster raus. Da sah ich auf eine Massen die gleiche grüne Fahne wehen, wie ich es im Bild sah. Wieder überkam es mich so voll Erleben. Der Herr sagte, haben Sie sich gut gemerkt? Ja, gab ich zur Antwort. Ich habe es niederskizziert. Ich zeigte es dem Herrn. Da gab der Herr zur Antwort, dann habe ich einen Zeichner für später. Eine ganze Stunde lang durfte ich beim Herrn sein, beim Menschensohn, beim Gottessohn. Ich trank von der heiligen Ausstrahlung des Herrn unbewusst und war so glücklich. Viel wurde noch gesprochen, auch dass ich ab jetzt zur Andacht auf den Berg kommen darf, so oft ich will. Der Herr freute sich über Madame Balja. Auch entschuldigte ich mich beim Herrn, weil ich in diesem Aufzug so bergmäßig ankam. Ach, sagte der Herr, das ist nicht das Wichtigste. Denn ich erzählte ihm, wie ich überhaupt drauf kam. Aber wie der Herr schon war, lachte er herzhaft. Den Herrn interessierte alles sehr. So kam es aus mir, dass ich den Herrn frug, falls er mich mal brauchen kann und könnte, ich gerne auch für ganz auf den Berg kämen, worüber sich der Herr sehr freute, da ich mich von mir aus anbot. Der Herr sagte, vielleicht brauche ich Sie ganz nötig, so einen vielseitigen Handwerker. Aber wir werden uns ja öfter sehen und sprechen. Eine Fülle von Fragen und Gesagten gab es. Wie der Herr sagte, ich darf ab jetzt zur heiligen Andacht auf der heiligen Berg, so oft ich will. Mir kam vor, ich darf jetzt Zutritt haben zur heiligen Andacht. Tausend Dank kam es über mir. Im Aufblick zum Herrn.